Wir spielen heute Wer kennt mich besser mit Dilara und Theresa. Wer die Frage richtig beantwortet, darf sitzen bleiben. Wer sie falsch beantwortet, der fällt. Dilara sagt ja immer, wir sind ihre Influ-Eltern. Und heute schauen wir, wer kennt sein Kind besser. Der Verlierer wird von einer echten Thai-Boxerin in den Bauch geschlagen. Also bleibt bis zum Ende dran, es wird wild. Scheiße, ich hab so Angst. Ich freue mich. Okay, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Wir fangen einfach an und zwar, wann habe ich Geburtstag? Boah, genau das Datum oder was? 13. Juni 2000. Okay, das war aber auch schon einfach, ne? Das war einfach. 2000. Ja. Oh! Okay, und jetzt Monat? Let's go! Ich würde sagen, der Mai. Bei ihm werde ich auch nass! Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Aus welcher Stadt in der Türkei komme ich? Du hast die Chance, zweimal zu raten. Falls eins richtig ist, hast du den Punkt. Okay, Ankara. Nein. Okay, aber wenn es zwei sind, darf ich dann noch zweimal raten? Du darfst zweimal raten. Okay, Antalya? Nein. Antalya. Nein, verdammt, ich weiß es! Istanbul. Ehrlich? Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich kenne vielleicht drei Orte oder drei Städte, Mann. Sie ist gut. Hey, du bist gut. Du bist gut, du bist gut, du bist gut. Okay, das andere wäre Manissa gewesen. Ich habe mal einen Spaßsong geschrieben. Ach komm, bitte. Ja? Über welchen Unfall war der? Autounfall mit einem Bus. Vor drei Jahren. Autofahren, ein Autounfall. Ah, mit? Wie mit? Keine Ahnung, was weiß ich denn? Ja, mit war das was? Ich weiß es nicht! Mit einem Bus! Theresa, one thing about me. One thing about me. Wie geht's weiter? Ich fahr Auto seit 4 Jahren. Auto seit 2 Jahren? Nein. Ich hab meinen Führerschein seit 2 Jahren! Keine Ahnung! Hör auf mich, bitte! Warte! Ich... Ach komm, lass mich rein! Ich stand vor einer roten Ampel und ich war ganz allein. Irgendwas mit Bus. Mann, Dilara, es ist so scheiße. Du kennst mich gar nicht, Rick. Es geht weiter, Theresa. Okay, was habe ich studiert und welchen Abschluss habe ich? Du hast Biochemie studiert. Ja. Alles klar, warte mal. Du hast was Physik. Oh mein Gott. Und du hast einen Bachelor. Ja. Es war so kurz davor, dass ich dich reingeschubst hatte. So kurz davor, weil du hast ein bisschen zu lange gebraucht. Ja. Aber es war gut. War das nicht so was? Physik! War das Chemie? Ja, Biochemie! Ja, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch fast gesagt. Und welchen Abschluss hab ich? Ja, Bachelor. Ja, Mann. Ja, ich wusste es doch. Dann bleiben wir doch gleich bei dem Abschluss. In welchem Jahr oder mit welchem Schnitt habe ich mein Abitur gemacht? Hä? Mit 18. Ja, welches Jahr denn? Ja, vor 6 Jahren halt. Ja. Lara! Was ist denn das für eine Scheißfrage? Okay, warte mal ganz kurz. 2000 geboren, oder? Ich bin 2000 geboren. Ja. Boah, das ist richtig! Laber. Ja. Oh mein Gott, du dachtest, ich sag 18. Ja. Ja. I know you turned. 2019 hast du Abitur. Yeah. Das war sowas von geraten. Ich hab gedacht, 2018, 2019, ich hab einfach geraten. Mit welchem Schnitt? Hey, warte mal ganz kurz, du hast gesagt, entweder oder. Entweder oder. Okay, Rick? Ja. Welches Sternzeichen bin ich? Okay, du hast mir schon... Das für die Community. Beantwortet es doch gerne in den Kommentaren. Du hast mich nass gemacht! Du hast mich nass gemacht, schon wieder! Was soll das? Ich konnte nicht beantworten. Du weißt, ich habe grüne Haare. Jetzt gerade ein bisschen türkis, weil Wasser. Aber ich habe normalerweise grüne Haare. Meine Lieblingsfarbe ist obviously grün. Die Frage ist, was war aber vor der ganzen grünen Zeit meine Lieblingsfarbe? Rot. Nein, wieso sagst du das? Wie blau? Wieder? Blau dann! Rot. Oh. Wieso sagt das jeder? Rosa! Ich hatte jede Farbe! Oh Mann. Jede Farbe hatte ich! Ihr kennt mich gar nicht! Bevor es jetzt weitergeht, erstmal Kommentar, schaut uns an Simon, Vicky und Nina. Vielen Dank fürs Kommentieren. Wenn ihr auch einen haben wollt, dann lasst jetzt einen Kommentar. Ich glaube, die wollen dich aber auch im Bull sehen. Ja, welcher Disney-Film ist mein liebster Disney-Film? Aber ein richtiger Film?
Ja, wahrscheinlich. Frozen. Nein. Warte, okay, gib mir noch einen Schuss. Ich schwanke zwischen zwei. Kann ich die zwei sagen und mich dann für einen entscheiden? Ja. Okay, also ich denke einmal an Mulan und einmal an Vaiana. Mein Outfit hat ein bisschen was damit zu tun. Ja. Hey, also. Frozen ist doch alles blau und so weiter. Ich dachte nur. Komm. Ja, komm! Aladdin. Was hat das denn mit dem Outfit zu tun? Jasmin? Was? Hatte ich mal Haustiere und wenn ja, welche? Ja. Okay, und welche? Fische. Nein. Erinnerst du dich daran, wo du mich noch gedisst hast und gesagt hast, ich schenke dir meinen 1 Million Playbutton? Ja. Wie ist es so, so einen goldenen Playbutton zu besitzen? Cool, ich kann dir meinen schenken. Ja. No disrespect. Ich habe jetzt meinen eigenen 1 Million Playbutton. Das ist meine. Danke, Leute, vielen, vielen Dank. Ich habe hier ein kleines Video, wie ich es aufgemacht habe. Es war so toll. Das ist herzzerreißend schön. Freut mich. Der Moment, der Wahrheit. Und. Wisst ihr, wie schwer der eigentlich ist? Junge, ist das geil. Genial. Das ist ja wirklich krank. Dank euch habe ich den 1 Million Play-Button in Gold. Let's go. Der kommt auf jeden Fall ins Game. Wir müssen die Lache einholen. Ach so, okay. Nein, nein, das Mikrofon. Nein, ich wusste es doch. Ist ja einfach mit reingefallen. Welches Ding habe ich auf meinem Kopf balanciert bei meinem viralsten Video? Hey, warte. Was habe ich auf meinem Kopf balanciert bei Bumpy Ride? Was hey, war komm. Das viralste? Hey, ich schwör's dir genau, wenn mir jemand so eine Frage stellt, dann vergesse ich alles. Entschuldigung. Wolltest du gerade ich sage zu mir? Einfach Bestrafung. Mein gepinntes Video. Glas. Kannst du mich nicht aus festhalten, Glas. Bitte? Etwas aus Glas. Ja, etwas aus Glas. Und eine Vase. Ja. Oh. Ja, das war richtig! Was? Wie viele Abonnenten habe ich insgesamt? Bis auf die Zweitkanäle, also nur die Erstkanäle. TikTok, YouTube, Instagram, Twitch. Ich sag so 13 Millionen. Perfekt. Da seht ihr's mal! Ich weiß alles! 16. Das ist nett, aber nein. Ich darf mit Freude erkünden, dass Theresa mich besser kennt als mein Influ-Vater Rick. Okay. Und deshalb wird er von einer Thai-Boxerin in den Bauch geschlagen. Ich bin am Arsch! So Leute, ich krieg jetzt meine Bestrafung. Das ist Nina. Sie sieht zwar klein aus, aber sie ist eine professionelle Thai-Kämpferin. Ich blende hier ganz kurz was ein, damit ihr wisst, wie krass sie ist. Oh, don't do it too hard. I will do too hard. No! Hard. No! Okay. Wait, if this is slow, what is hard? Okay. Good. Give me more! Leute, checkt doch das letzte Video ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.